Was scheinbar nur sehr langsam vorangeht, ist eigentlich Highspeed. Wo sonst Pendler und Fernverkehr zwischen Düsseldorf und Köln über die Schienen rauscht, bewegt sich derzeit dieser 700 Meter lange Gleisumbauzug. Diese Maschine vollzieht den Gleisumbau im Fließbandverfahren. Sie müssen sich das so vorstellen wie fast ein Auto, was am Fließband gebaut wird. So machen wir hier eine neue Gleisanlage im Fließband. Wir nehmen das alte raus, bauen das neue ein. Und das funktioniert so. Die Maschine reißt vorne alte Schwellen aus dem Boden. Gleichzeitig legt sie weiter hinten neue Schwellen aus. Und zwar 300 in der Stunde und das 10 Stunden am Tag. Die neuen Schwellen werden vom Anfang des Zuges angeliefert, per Portalkran. Der saust über den Zug hinweg und füttert die Maschine mit 25 Schwellen pro Durchgang. Die herausgerissenen werden aufgeladen und mit zurückgenommen. Diese Altschwellen sollen an anderer Stelle wiederverwendet werden. Gleichzeitig saugt diese Vorrichtung an der Seite gierig alten Schotter ein. Die Steine werden gereinigt und gefiltert. Dann legt die Maschine sie, quasi frisch gewaschen, hinten wieder aus. Der Gleisumbauzug kommt aus Österreich und ist weltweit einzigartig. Und die Bauarbeiter sind hauptsächlich zum Aufpassen da. Es ist meistens eine Überwachungsfunktion, die die Mitarbeiter da noch betreuen. Und ansonsten halt, wie soll man sagen, Handlanger-Tätigkeiten. Einmal eine festsitzende Schraube lösen, die der Automat nicht wegkriegt. Oder irgendwas wieder auf die Schwelle drauflegen, was durch Erschütterungen runtergefallen ist. So die Kleinigkeiten. Das dürfte die Männer aber nicht stören. Ein altmodischer Umbau würde Monate dauern und wäre wesentlich müßiger. Die Schwellen allein wiegen 300 Kilogramm das Stück. Weiter hinten arbeitet die sogenannte Gleisstopfmaschine. Die befestigt die neuen Gleise an den Schwellen. Insgesamt werden 36.000 Altschwellen ausgetauscht auf einer Strecke von 22 Kilometern. 14 Kilometer sind schon geschafft. Und liegen die Bauarbeiten im Zeitplan? Bestens sind wir in der Zeit. Alle logistischen Probleme sind gelöst, die immer mal in Kleinigkeiten anfallen, aber wir werden pünktlich fertig. 6 Wochen dauert der Umbau, der noch weitere Maßnahmen umfasst und kostet die Deutsche Bahn 11,5 Millionen Euro. Der Gleisumbauzug soll noch bis Pfingstmontag rollen, natürlich auch weiterhin in Highspeed.